schönes Wetter. Anreise war geil. So lange habe ich noch nie im Nightliner gesessen. Ja, die Fans sind schon hier, die Stadt am unsicher machen. Und sich. Fütterung der Raubtiere hier. Guck mal, gestern haben wir uns den Arsch abgefroren, heute laufen wir T-Shirts rum. Fehlt jetzt noch ein bisschen mehr. Ich war nie ein Ghetto-Kind und auch nie ein Kind von Traurigkeit. Traditionell für viele sicherlich ein veraltetes Modell. Man fing das an, man fing das mit dir an. Fragt man mich, weil man nicht anders kann. Ich sag klarer Fall, jawohl von Anfang an. Klarer Fall, so bin ich nun mal. Moin, moin, Freunde. Und Heimspiel. Heimspiel, Heimspiel. Wir sind nicht nur die mit der schönsten Stadt, wir sind auch die mit dem schönsten Fußboden, oder? Schön. Normalerweise habe ich da oben gestanden und habe auch manchmal geweint, wenn Brixen beim Handball verloren hat früher. Dann war ich jahrelang nicht mehr da. Und neulich war ich da und dann war ich total happy, dass die Gemeinde gesagt hat, wisst ihr was, die Halle ist größer, geht hierher in die Handballhalle. Und heute muss ich sagen, wo ich früher beim Tor gestanden habe, beim Handballverein in Brixen, manchmal da oder da, halt wie auch immer, dann ist es komisch, dass man heute auf der Bühne spielt, die eigens für einen aufgestellt wurde, die eigentlich sehr groß aussieht von hier. Und das Schönste ist, wir haben rappelvoll. Ich bin nun ein, wie ich bin, bin ein verdammter Hauptgewinn. Nicht für alle, nicht für jeden, doch was soll's, ich lebe mein Leben. Ich bin nun ein, wie ich bin, hab schon lange hier meinen Sinn. Ich stehe hier und stehe bereit. Normalerweise ist mehr los, aber man versucht das Beste, mein Gott. Sie ist heute das erste Mal hier und fühlt sich wie zu Hause, sagen wir mal, positiv. Ja, ich freue mich hier zu sein und es ist einfach schön, wie zu Hause. Und wieso bist du nach Brixen gekommen? Nur wegen dir. Genau. So ist es. Du? Wegen dir, genau. Warum bist du hier? Wegen mir. Für Glaube, für Liebe, für die Freundschaft, für die Familie. Wir stehen hier und stehen bereit mit unserem Willen für die Freiheit. Ja, gute Flo. Bis heute zum allerletzten Mal on the road, nicht nur für Freiheit on the road, sondern überhaupt, wird er den ganzen Backliner, Gitarrenstimme erleben und so weiter, im Nightliner Wahnsinn den Rücken kehren und sich einem sozialen Beruf, er sagt was, anstellen widmen. Ich denke, Flo, wir haben sehr viel Geiles miteinander erlebt und mehr als dass wir danach ein paar gemeinsam trinken und dass wir dir gebührend tatsächlich aus diesem Herzen Danke sagen möchten. Ich glaube, wir alle logischerweise und auch der ganze Rest der Crew wird dich mehr als nur vermissen. Applaus für den Flo, ist scheiße, dass du bist. Dankeschön, Flo. Ja. Danke euch allen, lasst uns nun das Glas erheben. Auf all den Wahnsinn und auf dieses ganze Leben. 10 Jahre Freiheit und 10 Jahre purer Deutschrock. Sind doch dieselben und haben heute noch viel mehr Bock. 10 Jahre Freiheit, die Band mit dem Geweih. Gerade durch die Wand, gerade durch die Wand, mitten durch die Wand. Und ihr wart mit dabei.